Hallo und willkommen zurück zu Fragile Dreams. So, ich will jetzt mal hier dieser komischen Stimme ein bisschen auf den Grund gehen, die mich die ganze Zeit hier auslachen tut. Achso, das sah gerade aus, als wären da Glühwürmchen. Okay, was ist hier hinten? Kann ich da irgendwie lang? Sieht nicht so aus. Dann laufe ich hier einfach mal eine Runde. Ich soll nach Hause gehen. Ich habe aber keine Lust, nach Hause zu gehen. Es ist fest. Und was steht da? Exit. Aha. Okay. Gut zu wissen, dass da der Exit ist, wenn hier vorne eine riesige Fensterfront ist. Ach so, das ist von so einem Regenschirm. Das sah für mich gerade nach was ganz anderem aus. So, ja, spinnenartig. Und ich hab's ja nicht so mit Spinnen, ne? Was ist da? Ja, gar nichts. Hier ist auch nichts, oder? Waren da gerade irgendwo Glühwürmchen? Nee, habe ich mir wohl nur eingebildet. Ja. Alles reine Einbildung. Okay, hier nebendran ist aber nochmal eine Toilette. Also es muss ja einen Grund geben, warum die hier sind. Hier muss ja irgendwas sein, oder? Oder auch nicht. Gut. Na dann. Dann würde ich sagen, bleibt uns nichts anderes übrig, als noch eins weiter hoch zu gehen. Das heißt, eins weiter hoch. Du hast ein rätselhaftes Objekt erhalten. Ich habe das letzte Mal umsortiert, gell? Ganz schön wenig übrig geblieben, was ich hier so sortiert habe. Vielleicht sollte ich das noch mal ein bisschen umsortieren. So irgendwie alles auf eine Liga. Nein. Na, ist ja egal. So, jetzt aber. Bloß nicht herüber. Aha. Komm ich dir etwa näher, Mädchen? Da geht es wahrscheinlich noch mal eins weiter hoch. Oh. Hier ist gar nicht abgeschlossen. Und hier sind irgendwo Kinderbeine. Ah, da sind Kinderbeine. Du hast ein rätselhaftes Objekt erhalten. Das ist doch schön. Oh, sag mir nicht, ich kann jetzt hier nicht raus, nur weil die Kinder. Ah, doch, doch, die Kinderbeine haben schon wieder aufgehört. Naja, ist doch ganz cool. Vor dir liegen viele gruselige Dinge. Gruseliger als diese Welt voller Geister hier kann es wohl kaum sein. Du hast ein rätselhaftes Objekt erhalten. Oh, vielleicht muss ich nochmal nach unten und nochmal unten mir die Räume angucken. Nicht, dass ich da irgendwie was Wichtiges übersehe. Es ist verschlossen. Ja, ich will wirklich weitergehen. Das ist der Sinn eines Spiels. Okay, und jetzt noch mal hier drüben in die andere Richtung. Ah, so wie sich das anhört, sind hier so Quallen, Quallen, Quallen.
hast ein rätselhaftes Objekt erhalten, aber das ist Geld. Das sieht man daran, dass es so drei Dinger sind. Erinnerungen sind eins groß, maximal zwei. Ach, weißt du, ich hab nichts dagegen, allein zu sein. Oh, die ist aber neu. Die ist neu. Au. Mit dir will ich nicht kämpfen. Ich mag keine toten, gruseligen Frauen. Und hier komme ich nicht drüber. Oh, da ist ein Baum wohl durch die Wand gekommen. Okay, ich gucke mich nochmal schnell unten um. Ich habe da ja nicht alle Türen ausprobiert, clevererweise. Nicht, dass ich da wirklich dann letzten Endes was Wichtiges übersehe. Na, Tatsache. Aber liegt hier auch irgendwo was? Nö. Oder doch, da. Da unten. Nimm es. Guck, nach unten gucken. Genau. Du hast ein rätselhaftes Objekt erhalten. Und ich muss ausleeren gehen. Was ist das hier? Es lässt sich nicht bewegen. Okay. Gut, dann eben nicht. Ah. Kinderbeine. Ich will, dass Kuro wiederkommt. Ich will nicht alleine. Mit Gefährten ist das irgendwie viel witziger. Gold. Plus 10.000. Wow, so langsam werde ich ja echt reich in dem Spiel. Komischer blauer Trank. Extra GB. Dieser rätselhafte Trank erhöht deine Stärke. Oh, komischer roter Trank. Dieser wunderliche Trank erhöht deine Angriffskraft. Becher, Erinnerung lesen. もしそうなら、一滴でも多く。 Na, das ist ja süß. Zerrissenes Gemälde 1. Anata wa doko kara kita hito? Doko e iku hito? Kitto, watashi ga shiranai doko ka kara kite, watashi ga ikenai doko ka e to iku hito nano daro. 12歳の時、私は高熱を伴う大病にかかって運動神経に損傷を負った。歩けなくなる前の私はプリマドンナになることを夢見ていた。みんなの前でバレエを披露して褒められるのが好きだった。お前の笑顔は周りを明るくしてくれると両親に言われ、幼い私は誇らしげに胸をそらしたものだった。 この頃のことを話すとき、マオのことに触れないわけにはいかない。マオは幼馴染の男の子で、いつも一緒に遊んでいた。マオの夢は植物学者になることだった。遺伝子って知ってる？花の色は細胞の核の中にある遺伝子で決まるんだ。
僕は植物遺伝学を勉強して、今まで誰も見たことがない色の花を咲かせてみせる。私は自分の夢と魔王の夢を合体させた絵を描いた。魔王が育てた花畑の中で、大人になってとても綺麗になった私が踊っている絵。釣り鐘草に似ているその花は、昼の間は雪のような純白で、夜になると青色の光を灯す。夜の間、ランプ草の花畑は私を照らす私だけの舞台になる。昼と夜とで色が変わる花か。私が絵を見せて説明すると、マオは口の先をちょこんと尖らせて、難しい顔で少し考えていた。うん、面白いね。昼は白、夜は青、それから夕方の短い時間だけ茜色の光を灯すっていうのはどうかな。私のアイデアに魔王はさらに素敵なアイデアを付け加えた。それは魔王から私へのプレゼントみたいに思えて、私はすっかり嬉しくなった。私の名前は茜っていうのだ。魔王はひょろっこい男の子だったから、よく他の男子にからかわれてメガネを隠されたりした。メガネは教室のゴミ箱の中とか黒板消しクリーナーの中とかから発見された。けれど、いじめっ子どもに憤慨するのは私だけで、マオは割れてなくてよかったと言ってメガネを洗ってかけ直すだけだった。そんな様子が生意気だとか言われて、またからかわれる原因になるのだけど、マオは先導に乗らなかった。マオの頭の中は植物のことでいっぱいで、いじめっ子たちの先導なんて、マオにとっては雑音みたいなものだったのだ。それどころか、私がいじめっ子たちに憤慨したり、一緒にメガネを探したり、給食の時机をくっつけたり、体操でペアを組んだり、そういうことも、マオにはだんだんどうでもいいことになっていったように思う。遺伝の法則を発見した人の話だとか、それでもって花の色がどうやって決まるかも分かってきたとか、そういう話をするときだけ、マオにとって私の存在は自分の夢を語りかけるただの鏡みたいなものになっていった。Na, sie muss ihn wirklich ganz schön geliebt haben, ha? こうしてまたお会いできるとは奇遇なことでございます。Was bist du? Ach so, dieser komische Käufer. Mal gucken, was der so alles hat. Hab ich Besen gekauft? Ich glaube ja, oder? Egal. Kaufen wir noch einen. Dewa, dewa. Gokigen yo. Okay, erst nochmal schnell speichern. Speichern erfolgreich, das ist doch schön zu sehen. So, und jetzt diese komischen Tränke hier. Nee. Ja. Okay, und das andere, das komische Rote, hätte ich auch gerne. Angriff ist um 5 gestiegen. Okay, aber ich wollte ja eigentlich noch den Besen mitnehmen, weil mit dem kann man stärker zuhauen. Ach, nicht schon wieder, du komischer Fatzke. Ich kaufe so selten bei dir. Wie kann ich da ein besonderer Kunde sein? Du bist mehr wie ein Stalker. Und du kommst immer nur dann, wenn ich dich nicht brauche. Und wenn ich dich brauche, kommst du nicht. Also schleim mal nicht. So. Ah, hier. Austauschen.
Wunderschön. Ja, perfekt. Zurück, 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 fortfahren. Und natürlich den Besen auch direkt gleich ausrüsten. Vielleicht hätte ich mit dem Besen sogar diese komische Frau besiegen können, aber wer weiß das schon. Besen wurde angelegt. Ja, doch, nee, hier bin ich richtig. Der hält den auch so komisch, den Besen. Ach, hier drüben ist gar nichts außer die Toiletten. Ja, okay. Dann heißt es weiter nach oben gehen. Direkt eins weiter hoch. Wenn es so gefährlich hier ist, warum bist du denn noch hier? Oh, das sieht aber wirklich nicht gerade einladend aus. Na. Ja. Find den Ursprung der Stimme. Oh, fuck, ich habe einen Krampf im Fuß. Das fühlt sich so ekelhaft an. Fuck. Nein, ich will doch nur das Feuer anmachen. Und, ich darf die Zehenspitzen nicht immer... Ah, fuck. Beim Zocken so anspannen. Oh Gott, das tut so weh. Es tut so voll weh, Mann. Ich bin so ein Weichei, aber es tut so weh. Ganz vorsichtig den Fuß. Mann, scheiße. Ausgerechnet beim Zocken und auch noch ausgerechnet beim Let's Play aufnehmen. Nein. Ich weiß noch nicht mal, ob ich den richtigen Speicherstand genommen habe. Ah. Okay, jetzt habe ich eine Position gefunden. Da tut es nicht so weh. Oder ich habe den Fuß verrenkt. Das ist mir auch schon mal passiert. Das hat sich angefühlt wie ein Krampf. Aber letzten Endes habe ich den Fuß dann doch nur verrenkt gehabt. Also was heißt verrenkt? Irgendwie was angespannt oder eingeklappt, Nerv oder so. Oh Mann, das war trotzdem voll übel. Ich hätte am liebsten losheulen können. Was denn da? Achso, das ist ein Baum. Und bevor ich da quer durch den Raum renne, erstmal hier so ein bisschen umsehen. Es ist verschlossen. Ich renne auf jeden Fall gerade in die Richtung der Stimme. Aber ich will noch kein Event auslösen. Boah, ich habe mich schon gerade gewundert. Was ist das denn für ein Köter, der sich so anhört? Du hast ein rätselhaftes Objekt erhalten. Hier ist wieder so diese komische Frau, würde ich fast behaupten. Es hört sich zumindest so an. Du hast ein rätselhaftes Objekt erhalten. Ich könnte direkt wieder zum Feuer rennen. Das ist unglaublich. Wow. Wow. Immer schön langsam mit den Pferden, meine Dame. Da ist man einmal in dem Raum drin und ihr Viecher kommt wieder. Es ist unglaublich. Stirb. Kann ich eh nicht aufnehmen. Aber erstmal hier reingucken, ob sich hier überhaupt lohnt, nochmal dann herzukommen, ob hier irgendwo was liegt. Ja, da liegt was. Kann ich das aufnehmen? Ja! Sehr schön, aber auch nur, weil da noch ein Platz übrig war. Aber den kann ich direkt schlucken. Wo ist es denn? Da. Angriff ist um 5 gestiegen. Okay, ist hier vielleicht noch irgendwie was? Ja, noch was. Wahnsinn, das Ding ist ja eine Goldgrube. Du hast ein rätselhaftes Objekt erhalten. Okay, jetzt muss ich aber definitiv zum Feuer. Weil jetzt kann ich auch nichts mehr aufnehmen. Wow. Komm schon. Dich mache ich jetzt auch noch fertig.
mit zwei Schlägen ist er ja echt hinüberst. Ja, der Hammer.